Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hohenschönhausen ist für mich noch so ein bisschen ein weißer Fleck auf der Landkarte. Aber es gibt einen Ort, der relativ bekannt ist, nämlich das Mies van der Rohe Haus in der Oberseestraße. Hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Es ist nämlich das letzte Wohnhaus, das der Architekt gebaut hat, bevor er nach Amerika ging. Jetzt ist es eine Ausstellungshalle, ein Ausstellungshaus. Und Frau Dr. Vita Nowak ist die Leiterin hier. Was findet genau hier statt? Man muss zunächst mal sagen, das ist ein Architekturdenkmal, wie gesagt, gebaut von Mies van der Rohe 1932, also insofern auch ein ganz wichtiges Denkmal, einfach aus einer ganz interessanten Zeit der 1920er Jahre. Das ist ja auch das letzte Haus, was Mies in Deutschland gebaut hat, bevor er nach Amerika gegangen ist. Also mit der Fertigstellung des Hauses ist 32 fertiggestellt worden von Mies van der Rohe. Also da bricht ja dann auch sozusagen das Moderne ab. Im Januar 33 sind die Nationalsozialisten an die Macht gekommen. Das wäre nicht mehr möglich gewesen, dann so zu bauen. Also das ist sozusagen, man kann das auch sehen, das ist sozusagen das Ende des modernen Bauens erstmal. Gebaut worden für einen Druckereibesitzer, Karl Lemke, also für ein kinderloses Ehepaar. Das hat ungefähr 160 Quadratmeter mit drei Hauptwohnräumen, Wohn- und Speisezimmer, Arbeitszimmer und Schlafzimmer. Also wirklich ausgedacht für ein kinderloses Ehepaar. Kinder waren nicht vorgesehen und eben auch kein Dienstpersonal, Hauspersonal, was ja auch typisch war in den 30er Jahren, dass ein Fabrikdirektor durchaus noch einen großen Stab an Hauspersonal hatte, Wäscherinnen, Hausmädchen, Küchenpersonal und so. Das hatten die alles nicht. Insofern ist es schon auch so ein bisschen so ein Zeichen, wie man vorausblickend, wie wir heute leben, ohne Personal, eben ganz modern. War das von Anfang an so als eingeschossiges Haus gedacht? Nein, also Mies hat mehrere Varianten dem Karl Lemke vorgelegt. Es gibt ungefähr 60 Zeichnungen aus dem Mies van der Rohe Archiv in New York, die sich erhalten haben zum Haus Lemke. Da gibt es mehrere zweigeschossige Varianten, die Mies dem Karl Lemke vorgeschlagen hat. Es gibt so eine Variante mit so einem Flachdach und so einer einzelnen Stütze. So kann man sagen, ja, vielleicht so ein bisschen wie der Barcelona-Pavillon. Das hatte Mies hier vorgeschlagen. Und Karl Lemke hat immer alle Entwürfe von Mies zurückgewiesen und gesagt, ich hätte gern ein Haus, was mehr mit dem Garten verbunden ist. Und da setzt man vielleicht nochmal an Ihrer Frage von vorhin an. Also, was kann man hier sehen? Man kann natürlich auch nicht nur das Haus sehen, sondern man kann auch einen schönen Garten sehen. Und der Garten ist ja sozusagen wunderbar und das größte, 3000 Quadratmeter im Vergleich zum Haus. Das Haus ist sehr klein, aber dieses Verhältnis ist eben auch sehr wichtig, um das Ganze zu verstehen. Also es ist ein Beispiel von modernem Wohnen, wo man sozusagen Wohnen und Natur ganz eng miteinander verknüpft hat. Thank you.
Mies van der Rohe galt ja als oder gilt als einer der bedeutendsten Architekten der Moderne. Was könnte man denn sagen, sind so seine Markenzeichen? Ja, also sozusagen als Ikone der Moderne werden immer wieder genannt das Haus Tugendhat in Brünn, also ein Wohnhaus für das Ehepaar Tugendhat. Und dann der berühmte Barcelona-Pavillon, 1929 gebaut in Barcelona als Ausstellungspavillon für die Weltausstellung. Und das sind so diese Meilensteine. Aber das Landhaus Lemke ist sozusagen dann schon so ein reiferes Produkt. Wie gesagt, ich hatte ja erst schon skizziert, so am Ende der sozusagen klassischen Moderne, also sozusagen danach bricht es im Grunde ab. Aber dann hatte man eben auch schon nicht mehr nötig, dass man sozusagen zeigen musste, hier wohnt ein moderner Mensch, sondern in diesem Haus ist schon auch so ein bisschen so eine Selbstverständlichkeit, so ein Understatement mit integriert im Denken. Also niemand musste nach außen hin zeigen, das ist ein moderner Bau. Das ist ganz schlicht und einfach, wenn man von der Straße kommt. Ja, das ist ein flaches Haus. Es passiert oft, dass die Leute daran vorbeilaufen und eigentlich denken, hier ist eine Garage. Aber Glas und Stahl gehören schon mit zu seinen Vorlieben? Ja, Stahl und Glas, aber wie Sie sehen, hier eben auch der Backstein. Mhm. Und zwar ist ja ein altes Baumaterial, ein jahrtausendaltes Baumaterial. Und hier, wie man beim Haus Lemke sieht, in die Moderne überführt. Wie viele Miesbauten gibt es denn in Berlin noch? Es gibt am Griebnitzsee 3 Stück, also das Haus Riehl, Haus Urbich und Haus Mosler. Das sind so Frühwerke, die kann man überhaupt noch nicht mit diesem hier vergleichen. Die haben noch ein spitzes Dach und sehen noch so ein bisschen aus wie so das Haus Urbich, fast wie so ein kleines Schlösschen. Und dann gibt es im Wedding gibt es ja diese Siedlung in der Afrikanischen Straße. Eine der wenigen Beispiele, wo Mies wirklich Siedlungsbau gemacht hat. Auch von 1927. Und dann gibt es in Zehlendorf das Haus Eichstätt, Haus Werner und das Haus Fuchs bzw. Perls-Fuchs, früher Perls, dann später mit dem Anbau Fuchs und dann eben die Nationalgalerie, die ja wirklich jeder kennt, aber die dann eben schon von 1962 bis 69. Wie lange haben die Lemkes hier gelebt? Karl und Martha Lemke haben 12 Jahre in dem Haus nur leben können. 1945 wurden die praktisch innerhalb von 14 Tagen aus dem Haus rausgesetzt von der Roten Armee, die dann hier eine Motorradgarage eingerichtet hat. Also sie konnten hier tatsächlich nur 12 Jahre wohnen. Mies van der Rohe ist 1938 nach Amerika gegangen. Sehr spät eigentlich, wenn man das so sieht. Also, und dann die große Differenz sieht. Also 1933 ist das Haus fertig geworden und 1938 ist er erst nach Amerika gegangen. Und zwischen 1933 und 1938 konnte er praktisch nicht mehr bauen. In Amerika hat ja dann Mies auch wirklich die Chance gekriegt, viel zu bauen, groß zu bauen. Wer mal in Chicago war, der weiß, Mies hat eigentlich die ganze Stadt geprägt. Hatte er da so ein besonderes Leitmotiv? Also eins, was ich mal nachgelesen habe, weniger ist mehr. Das hat Philip Johnson ihm zugeschrieben, weniger ist mehr. Und das ist ja irgendwie so ein Spruch, der lässt sich beliebig ausdeuten.
von Mies gibt es auch Gott steckt im Detail. Es gibt viele Sprüche, ich mache mir niemals ein Bild oder so, aber das ist ja immer in einem bestimmten Kontext gedacht. Und dieses Less is more, das ist ja ein bisschen so ein schwieriger Begriff. Ich habe meine Publikation über das Landhaus Lemke genannt Konzentrat der Moderne, weil ich eher der Meinung bin, dieses Less is more ist ja eher eine Sache sozusagen, wo viele Dinge berücksichtigt wurden und auf den Punkt gebracht wurden. Also nicht sozusagen durch Weglassen von allem Möglichen, sondern durch Konzentrieren auf das Wesentliche. So kann man vielleicht diesen Begriff Less is more verstehen. Der Garten ist mit einbezogen und dazu gehört ja auch noch dieser wunderschöne Blick auf den See hier. Mhm. Ja, das ist ganz genau so gebaut. Das Haus ist ausgerichtet auf den Garten, der ja riesengroß ist, freigehalten wurde extra, auch von den Landschaftsarchitekten, die das damals geplant haben. Also Mies hat hier zusammengearbeitet mit dem Büro Karl Förster in Potsdam-Bornim und da aus dieser Gemeinschaft Förster, Arbeitsgemeinschaft Bornimer Kreis, hat Hertha Hammerbacher dann hier die Pflanzpläne gemacht. Und das ist klar, es gibt so eine Hauptsichtachse vom Wohnraum zum See, die freigehalten wurde, damit man wirklich so der Trick ist, dass die Architektur auch mit der Natur zu verbinden, aber nicht so mit so Gardening und so Kleinteiligkeiten, sondern eigentlich mit der Weite, also mit der Landschaft eher. Der Garten ist eher mehr so eine Übergangs- und Zwischenzone und dient sozusagen diesem Verhältnis von Nähe und Ferne. Mhm. Wie nutzen Sie diesen Garten heute? Man kann eigentlich Haus und Garten gar nicht trennen. Man sieht ja, wenn man im Haus ist, den Garten immer mit, permanent. Das gehört also alles sozusagen zueinander. Aber der Garten wird eben auch wie so eine Ausstellungsfläche genutzt und als Ort der Kontemplation. Und Sie haben ja gesehen, hier war eine Gruppe da. Wir haben immer hier eine sehr hohe Aufenthaltsdauer. Die Leute sind lange da, die genießen das. Das ist ja wie Urlaub hier. Es ist gleichzeitig auch immer verbunden mit so einem ästhetischen Erlebnis. Man empfindet das Ganze sehr angenehm und in harmonischen Zusammenhängen. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute alle so gern haben und warum die so gern so lange da sind und sich für alles Zeit nehmen.